Na gut, dass ich das jetzt erst sehe. Habt ihr jetzt die ganze Zeit bloß nichts gehört? 7 Minuten lang. Okay, dann sage ich es nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drug Dealer Simulator. Ja, diese Runde habt ihr bestimmt schon gesehen. Habe ich schon ein paar Sachen gesprüht. Ich habe Computer gezeigt, wie weit wir schon sind und bla bla bla. Und ihr habt noch nichts gehört von meiner Stimme, geschweige noch von dem Spiel. Tut mir leid, an dieser Stelle werde ich bestimmt vorspulen. So. Wie auch immer. Ja. Warte ich hier, bis die Polizeistunde zu Ende ist. Mein Gott, wie lange die Polizeistunde geht, eigentlich, weißt du was, die mir sowas von auf den Senkel. Ich will hier vorwärts kommen. Wir machen jetzt einfach hier mal alten Marktplatz weiter und das ist gut. Verdeckt. Machen wir ihn auf Risiko. Jo, ich höre Regen. Jo, Regen. Jo, geil. Ups. Okay, Polizeipatrouillen. Am Tag würde ich manchmal die Polizei anhalten und überprüfen, wenn sie meinen, du seist verdächtig. Verschiedene Variablen sind hier wichtig: Verhalten, Aussehen, ein Rucksack oder die Kriminalität in der Nachbarschaft. Versuch dich ruhig zu bewegen, in der Nähe einer Streife und laufe vor denen nicht weg. Naja, es sei denn, du hast ein Kilo Kokain in deinen Shorts. Dann solltest du schon laufen. Hey, are you carrying any drugs or weapons? Was? Soll ich durchsuchen? Da sind bloß Haarklammern und so ein Kram drin. Da sind keine Drogen. And what's this, huh? Was? Hä? Was ist los mit denen? Ich hab doch gar nichts verbrochen in meinen Rucksack. Jetzt muss ich mal gucken. Hä? Ich hab doch bloß ein paar Sprühdosen. Ist das legal oder was? Also, Haarklemmen? Ist das illegal? Darf ich damit nicht rumschleppen? Nee? Ja, lass ich zu Hause. Auch Sprühdosen nehme ich mit. Ich weiß ja nicht, was los ist. Muss ich einfach mitnehmen? Oh, festgehalten, meine ich. Aber wenigstens ist die Polizeistunde zu Ende. Naja. So. Dann gehen wir noch ein bisschen rumsprühen hier. Bei uns hier vor der Tür noch ein bisschen. Fällt da kein auf. Ah, ich kann bloß jetzt in eine Richtung gucken. Hinter mir nicht. So. Ja, das Ding füllt sich wieder. Aber natürlich so machen, dass ich mich nicht erwischen lasse, ne? So. Habt ihr hier was, was ich verticken kann? Die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Oh, Dankeschön fürs Bargeld. Sehr nett. Einen Apfel würde ich auch gerne mitnehmen. Flasche Bier interessiert dir nicht. Sprühdosen kaufen. You are needed. So, hi. Ich möchte ja ein paar Sprühdosen kaufen. 19 für ein Stück. Okay. Dann nehmen wir mal 4 Stück. Alles klar. Akzept. Okay, schlag ein. Ja, du auch. So, jetzt haben wir ein bisschen was zum Sprühen. Das ist gut. Jetzt gehen wir zum alten Marktplatz. Sind alle weg, wa? Oh, und vom Laden. Die auch noch? Sei mal ruhig, Hund. Man kann sich ja nicht konzentrieren. Wuff, wuff.
darf bloß nicht an derselben Stelle mehrmals sprühen. Aha. Keine Haarnadel im Inventar. Verdammt! Stimmt, die habe ich zu Hause lassen. Guck mal, da kommt jetzt keiner. Und hört das Gesprühe. Gut. Wurf, wurf, wurf. Wurf. Also. Mit F. So, doch. Guck mal, da kommt jetzt keiner. Fängt an zu meckern. Was machen Sie da? Beispielen. Hier darf ich nicht? Doch, hier darf ich auch. Jetzt gucken, dass kein Polizist kommt. Wenn wir nämlich gucken hier. Wenn was kommt, muss ich aufhören. Genau so und nicht anders. Okay, ich probiere mal mein Glück. So, hat geklappt. Nice. Wird immer besser. Hier ein bisschen. Oh, das. Hier darf ich auch. Das gehört alles zum Marktplatz. Das ist gut. Okay, ein bisschen darf ich noch sprühen, aber ich muss gucken, wo. Komm, sprüh einfach drauf los, egal. Schütt drauf. Und, fertig? Voll? Naja, fast. Der Einzige, wer hier verdächtig ist, sind Sie. So, letzte Sprühung. Zack, fertig. Max. So, dann ab nach Hus. Sag mal, ist hier unten keiner? Nö. Darf ich hier rumsprühen? Nö. Darf ich mein Haus sprühen? Ich glaube nicht. Gitarre. So. Ein bisschen hier rein. Ein bisschen da rein. Geld, Geld, Geld. Ja. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Gut, wir schauen mal. Shady. Suppi, alter Marktplatz. Haben wir rumgesprüht bis zum geht nicht mehr. Oh. Wir haben Kunden. Und das nicht wenig. So, okay, dein Paket war haben wir schon. Suche Gras, 4 Gramm. Verkaufte? Nee, verkaufe ich nicht. Hast du Gras auf Lager? 4 Gramm wäre super. Sagen Sie vegan, ja? 3 Gramm? Also 4, 8. Also die zwei kann ich beliefern. Mit Gras. Also, mal Johanna, ihr meint. So, dann packen wir nochmal das da hin, ne? Nee, hier. Wie war denn das jetzt nochmal? So, Vorbereitung. Stoff hinzufügen. Ja, geht aber. Okay. Stoff ist er hinzufügen. Hier 4 Gramm. Zack. Gras. Gras. Verpacken. Ja. Ich sag mal, das ist doch. Da 2x2 erschaffen. Gut, Inventar hinzufügen. Jetzt habe ich 2x4. Gut. Und jetzt könnte ich. Shady. Shady. Ja. Genau. Wir shaden ein bisschen rum. So, er möchte hier viermal Gras. Bestätigen. Kein Problem, ich habe das Dorp. Stattet dir einen Besuch ab. So, der nächste wollte auch nochmal 4. Alles klar. Okay. Bin gespannt. Wo sind die Leute? Da unten.
Noah und Paul. Okay, Noah, gehen wir zuerst hin. Doch, da ist Noah. Hi, Noah. Bist du endlich hier? Hast du den Stoff? Ja, hier ist es. Nimm dir deinen Stoff. Ah, okay, gut. Hey. So, jetzt. 2x2 Gramm. Tschüss. Und der andere ist irgendwo hier unten. Ach, da hinten. Hey, Paul. Wie geht's? Da bist du hier endlich. Hast du den Stoff? Ja, hier ist es. Nimm und werd glücklich. Also ich verhalte mich verdächtig? Nö, ne? Patrol requested to the eastern slums. Over. Oh, alles klar. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao mit V. Dann speichern wir mal das Ding hier ab. So. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen mehr auf meinen Kanal zu verpassen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und wie immer werde ich die Folge kürzen. Ciao mit V und Schö mit Ö. Und Süß.